Ein Apartment im Tower kostet durchschnittlich 5,6 Millionen Dollar. Wir haben die beste Aussicht, das modernste Sicherheitssystem. Aber was kaufen sich die Leute hier wirklich? Weiße Nachbarn? Und die Angestellten. Sie bezahlen für unsere ungeteilte Aufmerksamkeit rund um die Uhr. Guten Morgen, Mr. Shaw. Hallo. Alles bereit für Ihre Dinnerparty? Was würde ich nur ohne Sie machen? Vor knapp einer Stunde wurde der reichste Bewohner des Towers gegen Kaution in seinem Penthouse unter Hausarrest gestellt. Vor einigen Jahren wurde er beauftragt, ihren Pensionsfonds zu verwalten. Im Moment scheint es, als hätte Mr. Shaw alle seine Investoren betrogen. Ist Ihr Geld etwa auch weg? Ja, alles. Wenn Sie mich suchen, ich wohne unter der Brücke. Solche Typen haben Ihr Geld immer griffbereit. Shaws Sicherheitsnetz haben wir noch nicht gefunden. Er hat noch um die 20 Millionen Dollar. Du willst also Arthur Shaw ausrauben? In einem Gebäude mit dem modernsten Sicherheitssystem der Welt, das dazu noch von FBI-Agents streng überwacht wird? Wir sind keine Gangster, wir wissen nicht, wie das geht. Keine Sorge, ich kenne jemanden, der es weiß. Deine Kaution wurde gestellt. Sly, brauchst du ein Taxi? Warum hast du meine Kaution bezahlt? Wer bist denn du? Wir waren zusammen in der Kinderbetreuung. Ja, klar weiß ich das noch. Du bist der kleine Epileptiker, der ständig Anfälle hatte. Was? Keiner wollte dich beim Mittagsschlaf dabei haben und beim Ausmalen auch nicht. Ich hab da so einen Plan, okay? Und dachte, du könntest uns dabei vielleicht helfen. Worauf hast du es abgesehen? 20 Millionen Dollar. Lass uns was essen gehen. Bei einem Einbruch kann leicht was schief gehen. Man muss schnell auf neue Situationen reagieren können. Ich hab die Skimützen. Nein, ich sagte Skimasken. Aber der Typ sagte, dass das die allerärmsten sind. Vollidiot. Ich brauche eine Maske. Die soll das Gesicht verdecken. Alles kann passieren. Oh! Vor ein paar Tagen hatte ich einen Job, wo einem Kumpel ins Gesicht geschossen wurde. Bei einem Kopfschuss ist alles aus. Bei einem Kopfschuss ist alles aus, aber bei einem Schuss ins Gesicht geht die Kugel da rein und da wieder raus. Und was machst du dann? Sterben. Dann sterbe ich. Diese Leute sind ganz unten in der Nahrungskette. Absolut austauschbar. Koste es, was es wolle. Wir bügeln das wieder aus. Yeah! Das Zimmermädchen dreht durch. Du weißt, das ist eine Schnapsidee, oder? Es reicht. Ich will bis zum Ende des Einbruchs nichts mehr von dir hören. Zuallererst muss man das kleine Loch finden. Und wenn man das gefunden hat, braucht man Fingerspitzengefühl. Bist du verheiratet? Nein, bin ich nicht. Wie läuft's?